Herzlich willkommen zu Konradin Industrie TV. Hier neben mir steht Ulrich Balbach, Geschäftsführer von Leutze Elektronik. Leutze auch dieses Jahr wieder auf der SBS IPC Drives. Welche Neuheiten zeigen Sie denn dieses Jahr am Stand? Alle neuen Produkte jetzt hier aufzuführen, wäre eine arg lange Liste, aber ich bringe mal vielleicht ein ganz großes Highlight, wo wir auch eine sehr gute Publikumsresonanz bekommen haben die letzten Tage schon. Das ist das Thema Smart Sensor Business 4.0, so nennen wir das. Es ist nicht einfach wieder einmal 4.0, sondern es ist was ganz Besonderes, was wir zeigen in unserer Kooperation mit Microsoft und der OPC UA Foundation. Sind wir an der Stelle gemeinsam auf dem Wege sozusagen aus einem Sensor heraus direkt in die Azure Cloud von Microsoft Daten beispielsweise zu übertragen, aber auch beispielsweise wieder die Daten zu analysieren in der Cloud und entsprechend zum Beispiel Settings mit einem Smartphone irgendwo von der Welt aus, einem beliebigen Standort aus, letztendlich wieder zurück zu übertragen, zu einem beliebigen Standort eines Barcodes in einer Factory, in einer Fertigung. Industrie 4.0, die Cloud, das sind Trendthemen. Sind das auch die Trends, die Sie zurzeit sehen oder welche Entwicklungen sehen Sie aktuell im Markt? 4.0 ist sicherlich ein großes Thema, wobei Sie haben gerade unsere Interpretation davon gehört. Da denken wir, geht die Reise hin, weil das tatsächlich auf einer offenen Lösung, auf einer standardisierten Lösung nachher auch die Kunden ermutigt, darauf aufzusetzen. Alles andere Proprietäre sollte man nicht versuchen. Von den Trends her ist es sicherlich generell, dass die Sensorik immer stärker noch mit der Connectivity verbindet. Wir können beides spielen als Leutze Elektronik, weil wir das eine wie das andere schon viele Jahre tun. Und von daher sind wir da eigentlich in diesem Trend mittendrin sehr gut positioniert. Wenn wir noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, in die nahe Zukunft wagen, 2017, welche Entwicklung sehen Sie für das kommende Jahr? Rein wirtschaftlich sehen wir, so wie auch für uns zumindest in den Segmenten, wo wir tätig sind, die letzten zwei Jahre, drei Jahre, waren schon sehr gut und wir sehen nicht, dass das im Moment abreißt. Wir wissen natürlich nicht, was politisch auf dieser Welt passiert, können wir alle nicht vorausahnen, aber wenn man da jetzt nichts Großartiges anbrennt, dann werden wir sicherlich auch 2017 in ein sehr gutes Jahr starten. Die meisten in der Branche, nur die Segmente sind wichtig. Also Sie können jetzt nicht Firma A mit Firma B vergleichen, sondern wir sind alle heute irgendwie auf Kernmärkte fokussiert, was auch richtig ist von der Vertriebsstrategie. Und die sind unterschiedlich. Und dementsprechend geht es halt der einen Firma ein bisschen besser im Moment und der anderen ein bisschen schlechter. Herr Balbach, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Dankeschön. Danke.